zo heet ze Panagiotis Kapus. Zo, en die komt van Griekenland. Goed. Van Trekkelen. Unsere erste Frage ist, wie Sie sich in Österreich fühlen. Fühlen Sie sich aufgenommen? Ich bin in Griechenland. Ich glaube, ich gibt es keinen Unterschied. Aha. Und sind Sie Mitglied bei bestimmten Vereinen oder gehen Sie zu einem Fußballclub oder so etwas? Nein, wieso? Ich habe keine Zeit vom Arbeiten. Okay, Sie arbeiten als Kellner in einem Restaurant, oder? Also, ich bin als Kellner und ich bin auch selbstständig. Können Sie kurz die Unterschiede zwischen Österreich und Griechenland zusammenfassen? Ja, gibt es noch. Also nur das Kultur ist ein bisschen anders. Das Kultur, aber sonst, wir sind alle Menschen, alles Gleiche. Kultur ist nur etwas anderes. Okay, und warum sind Sie nach Österreich gekommen? Ich bin just zum Urlaub gekommen. Und dann bin ich zum Arbeiten geblieben. Hat mir so Gastronomie gefallen. Dafür. Okay, und haben Sie die österreichische Staatsbürgerschaft? Griechische. Die griechische. Griechische. Und Sie sind in Österreich jetzt als Asylant oder wie? Also, ich bin als Arbeiter. Also. Ah, okay. Europäer kann, jeder Europäer kann überall gehen. Genau, und die österreichische Kultur, wie wirkt sie auf Sie? Sie haben schon. Zuerst war ein bisschen schwer. Genau. Also, ich war anders, aber ich habe anders. War eine ganz andere Sprache und das. Und jetzt mit der Zeit, ich lerne immer noch Deutsch. Tag am Tag. Wie lange sind Sie schon in Österreich? 6 Jahre. 6 Jahre. Und wir würden speziell noch fragen wegen dem Essen. Da kennen Sie sich höchstwahrscheinlich sehr gut aus. Die größten Unterschiede zwischen österreichischem und griechischem Essen? Österreichisches und griechisches Essen ist ein großer Unterschied. Wir haben andere Gewürze. Wir kochen das anders. Wir machen manchmal andere Essen, das ist saftig. Manchmal Österreichisches Essen. Ist auch saftig, aber ist eine Spezialität, kann man das nicht. Ist nicht das Gleiche. Vielleicht okay. Das Fleisch ist das Gleiche, aber das Geschmack wird ganz anders. Also, griechische Küche ist anders, österreichische Küche ist ganz anders. Und der größte Unterschied? Bitte? Der allergrößte Unterschied, welcher ist das? In Österreich und Griechenland, Wetter. Das Wetter? Wetter. Warum? Also, in Griechenland, wir haben 9 Monate Sommer und 3 Monate wieder. Vermissen Sie Griechenland manchmal? Schon, jeder. Jeder muss wieder zurückkehren bei der Familie, zum Schauen oder zum Urlaub. Und werden Sie wieder zurückkehren oder werden Sie Ihre Familie nachholen? Viel möchte ich leider nicht. Ich habe einmal probiert für 6 Monate, aber ich kann das nicht. Gut. Was muss man sagen? Die Tatsache, dass Sie kein Flüchtling sind, erschwert das Ganze ein wenig, aber ich möchte mich als erstes bei Ihnen schon mal bedanken, dass Sie das mit uns gemacht haben. Und wollte bitten, ob wir noch ein Foto gemeinsam machen können. Ja, sicher. Und dann.